Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Heavensward. Ich sag jetzt Heavensward, so lange bis wir Stormblood erreicht haben, dann nenne ich es Stormblood. Weil auch wenn wir Stormblood spielen, es ist storytechnisch sind wir noch nicht in Stormblood. Leider. Und man merkt es auch am Level einfach. Wir machen hier eine Stufe 58er Quest. In Ishgard. Elsa, in deinen Augen sehe ich, dass du zu einer richtig charakterfesten Samurai herangereift bist. Unsere bisherige Reise hat sich bezahlt gemacht. Es erfüllt mich mit Freude, deinen Fortschritt zu beobachten. Wir haben in dieser frostigen Stadt Nachforschung angestellt und dabei eine Geschichte gehört, die Momosigo richtig mitgenommen hat. Als ich sie hörte, kamen mir die Tränen, und wenn ich darüber spreche, muss ich wieder weinen. Sie handelt von zwei verarmten Liebenden, die sich im westlichen Hochland von Coerthas zusammen in den Tod gestürzt haben sollen. Der zweitgeborene Sohn einer der hiesigen Adelsfamilien hat es uns erzählt. Ein Adeliger unteren Ranges namens Honfrand hatte sich die Frau verguckt und wollte sie für sich. Also hat er die beiden mit Gewalt auseinandergerissen. Die Frau jedoch floh und wollte lieber mit ihrem Geliebten zusammen sterben. Sich zwischen zwei Liebenden zu stellen, ist unverzeihlich. Diesen blaublütigen Mistkerl soll das Gesäß auf dem Klo festfrieren und dann soll ihn der Blitz treffen. Der Blitz beim Scheißen, genau. Allerdings können wir nicht alleine aufgrund eines Gerüchts ein Urteil über jemanden fällen. Wir sollten uns erstmal in den Schwaden über das Paar umhören, das Selbstmord begangen haben soll. Selbstmord, ja. Wenn es Selbstmord war, dann auch wenn der Sinn den Selbstmord getrieben hat. Nein. Dann, nee, glaube ich nicht. Also, es ist so, wenn wirklich das so ist, dann, ja, das ist zwar scheiße, aber, ja, wenn die Selbstmord begangen haben wegen sowas, dann hat er nur damit was zu tun, dass die halt, aber er kann nicht belangt werden. Er kann dafür leider nicht belangt werden. Aber vielleicht hat er ja was anderes gemacht, wo wir ihn mit belangen können. Ach, die beiden tun mir furchtbar leid. Ich finde es nur seltsam, dass sie bis ins westliche Hochland geflohen sind, um sich in den Tod zu stürzen. Das ging hier in Ishgard doch genauso gut. Das ist es nämlich. Es war kein Selbstmord. Es kann kein Selbstmord gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die sich da in den Tod stürzen. Oh, die will uns auseinanderbringen. Auch wir sterben lieber. Wie willst du das erzählen? Mir nicht. Selbstmord? Von wegen. Ich habe die beiden gekannt. Und glaub mir, die haben sich nicht das Leben genommen, nur weil sich jemand zwischen sie gestellt hat. Natürlich habe ich von den beiden gehört. Mit ihrem Glück war es zu Ende, als Honfrand sich in das Mädchen verguckte. Er ist ein gieriger Bastard, genau wie sein Vater Fürst Hildegard. Die Furie behüte dich, wenn du zwischen ihn und das gerätst, was er haben will. Er hat ihr gesagt sogar nicht, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben und du sollst auch sterben. Irgendetwas scheint faul zu sein an diesem Selbstmord. Und dem werden wir nachgehen. Doch zuerst müssen wir uns um ein anderes Problem kümmern. Momosigo ist schon wieder verschwunden. Ah, Hilfe! Momosigo, er steckt in Schwierigkeiten. Komm, Elsa! Ich hätte mir vielleicht doch einen anderen Namen aussuchen sollen und trotzdem Scarlet dahinter. Wäre bestimmt auch gut gegangen. Aber mir fällt kein guter Vorname dann ein. Was ist los?
Alles okay bei dir? Du hast Spuren gelesen, okay? Dieser Knopf stammt von Momosigos Kleidung. Er muss gerade noch hier gewesen sein. Dieser Typ, war das ein Freund von euch? Er hat mir gerade Fragen zu dem Doppelselbstmord gestellt, als ein paar Männer kamen und ihn wegzerrten. Die waren ziemlich rabiat. Ich will nicht in nichts hineingezogen werden. Ich verschwinde von hier. Aber danke für die Info. Jemand gefällt es offenbar ganz und gar nicht, dass wir hier herumschnüffeln. Es ist an der Zeit, diesen Hofrat direkt zu konfrontieren. Ich habe ihn vorhin bei der letzten Wacht gesehen. Wenn wir Glück haben, ist er noch dort. Gucken wir mal. Also müssen wir einfach nur die letzte Wacht. Genau. Ach, stimmt. Ah, die Musik ist hier so traumhaft. So, die letzte Wacht also, hä? Wenn es doch noch so viele Quests irgendwie gäbe, dass man dadurch noch leveln könnte. Also zum Beispiel alle Story-Quests einfach mal nochmal machen könnte oder so. Dass man das wirklich nochmal nacherleben kann mit den Erfahrungspunkten und so, die man dann da holt. Ein Mädchen, das von der Familie Helenhardt aufgenommen wurde, es muss. Ach, fuck, das ist der Falsche. Hier habe ich natürlich auch noch Quests. Hier kann ich aber nicht fliegen. Wir haben dich, Honfron! Geht weg, lasst mich in Ruhe sterben. Er will sterben. Er fühlt sich schuldig. Wenn du dein Leben wegwerfen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Zuvor musst du mir jedoch eine Frage beantworten. Unser Begleiter wurde von Unbekannten entführt, als er Nachforschungen zu den kürzlich begangenen Selbstmorden anstellte. Wir vermuten, dass mehr hinter dem Tod der beiden Liebenden steckt, als es den Anschein hat. Sag uns, was wirklich geschehen ist. Ich habe mich zwischen sie gestellt, so viel es war. Aber sie haben sich nicht selbst umgebracht. Eines Abends brachte ich sie in unser Anwesen und sie entdeckte etwas, das niemand erfahren durfte. Sie fand heraus, dass mein Vater illegal mit Furiten handelt. Ich flehte meinen Vater an, darüber hinwegzusehen. Und versuchte ihn zu überzeugen, dass sie es niemandem sagen würde. Doch er ließ sich nicht bekehren. Er befahl, sie ins westliche Hochland zu bringen zu lassen, wo sie. Und ihn gleich mit. Um es wie Se ein Selbstmord von unglücklich Verliebten aussehen zu lassen. Oh, ihr Götter, ich habe sie wirklich geliebt. Und was euren Freund angeht, ich fürchte, dass. Sie auch ihn zum Schweigen bringen werden. Bestimmt werden sie ihn zur Schwarzeisenbrücke bringen, genau wie die anderen. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich werde dich, wie gesagt, nicht von deiner Torheit abhalten, doch du solltest bedenken, dass du noch so jung bist. Im Gegensatz zu mir hast du dein ganzes Leben noch vor dir. Du kannst noch mal neu anfangen. Denk daran, bevor du etwas Unüberlegtes tust. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Elsa. Auf zur Schwarzeisenbrücke. Tu's nicht! Das ist es nicht wert. Es gibt noch andere hübsche Frauen. Mich zum Beispiel. Nicht nee, Spaß.
Schwarzeisenbrücke. Da kann ich sogar hinfliegen. Was ist das Schöne daran? Hier kann ich fliegen. Ach ja. Es ist schön, wenn man Orte hat, wo man fliegen kann. Aber was ist es mit dem anderen Gebiet, wo Bismarck ist? Das verstehe ich noch nicht. Bismarck. So, jetzt kann ich auch wieder hier. Ich find's so geil, dass manche Begleiter. Ich habe mich ja schon gefragt, Moment mal, da, die können fliegen? Die Reittiere aus den Raids, die können ja. Ach, Raids sag ich schon. Die können ja fliegen. Ah, hier fliege ich ja wieder zurück. Ich kann sogar hier hinfliegen. Finde ich so klasse, dass man sogar über die Grenzen hinausfliegen kann. Das heißt, man hat hier wirklich. Irgendwo wird eine Alpha-Wand sein, das ist klar. Wahrscheinlich ist die Alpha-Wand dann hier. Also da, hier. Das ist die Alpha-Wand wahrscheinlich. Da geht's nicht weiter. Aber bis dahin kann man wahrscheinlich fliegen. Finde ich so geil. Finde ich geil gemacht. Wenn man fliegen kann, ist das schon geil. Ich fände es nur besser, wenn man schon ziemlich früh fliegen könnte im Gebiet. Aber na gut, wenn man das Gebiet verlässt und dann erst fliegen kann, ist auch okay. Wir sind hier bei den Mogris stehen geblieben. Und ich dachte mir so, jetzt erstmal ein paar Nebenaufgaben wäre nicht verkehrt. Ich habe ja mal gesagt, dass ich wirklich mich mehr um die Story konzentrieren möchte. Aber nicht bei diesem Spiel. Wichtige, weil das ist auch für mich Story. Nebenaufgaben mache ich nur nicht. So. Halt da hinter euch. Natürlich haben wir hier mehr die Dragons. Danke, ich dachte wirklich, diesmal wäre es um mich geschehen. Vergib mir bitte mein spätes Eintreffen. In diesem Schnee kommt man einfach nicht vorwärts. Du bist also der herzlose Hundesohn, der den Tod von zwei Unschuldigen zu verantworten hat. Das Spiel ist aus. Hier ist gar nichts aus. Wie muss ich den sprechen? Hier ist gar nichts aus. Wenn ihr mich für so unfähig wie diese Söldner haltet, dann werdet ihr es bereuen. Nicht das kleinste Fünkchen Reumütigkeit. So sei es. Du wirst so sterben, wie du es verdient hast. Warum nicht ich? Warum darf ich ihn nicht schnitzen? Ich krieg sein Fußvolk. Na toll. So wäre ich nie eine großartige Samurai. Damit ist unsere Pflicht hier erfüllt. Musosai! Diese Kälte ist Gift für meine alten Knochen. Nun, laut Momosigo haben wir alle großen Städte Eoseas bereist und für das Gute gekämpft. Momosigo, ich danke dir für deine bisherige Unterstützung. Was nur noch zu tun,
bleibt, ist die Beseitigung des wirklichen Inbegriffs des Bösen. Kogarashi. Elsa, auf unsere Reise ist aus dir ein nobler Samurai geworden. Wenn du Kogarashi niederstreckst, ist deine Ausbildung als Samurai beendet. Lass uns erstmal nach Ishika zurückkehren. Ab in die Schwaden. Da war der ja. Kleinen Moment. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen warten musste. Aber ich musste gerade einen Text schreiben. Es musste jetzt sein. Es tut mir leid. Ach, die sind oben, ja. Ich muss hoch. Aber wie hoch? Reicht das hoch? Ah ja. Elsa, etwas Schlimmes ist passiert. Gleich nachdem wir die Stadt erreichten, ist Musosai zusammengebrochen. Er ruht sich jetzt in der Herberge aus. Der Arzt hat mir anvertraut, dass der Alte an einer schweren Krankheit leidet. Während unserer Reise hat er sich unentwegt überanstrengt. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Er schien sich so darauf zu freuen, das Ende deiner Ausbildung zu erleben. Doch wenn ich bedenke, wie schlecht es nun um ihn steht... Elsa, weißt du, warum der alte Musosai sein Leben aufs Spiel setzt hat, nur um diesen Kogarashi auf die Schliche zu kommen? Er muss ja einen wirklich triftigen Grund haben. Vielleicht können wir ihm dabei helfen, diese letzte Etappe seine Reise erfolgreich zu beenden. Fürs Erste können wir allerdings nichts tun. Ich werde mich um ihn kümmern, so gut ich kann. Sobald sich sein Zustand bessert, wirst du es als Erste von mir erfahren. So, Musosai, geht's nicht gut? Das erfahren wir aber leider erst in 2 Level. Das dauert nicht allzu lange, denke ich mal. Aber wir bekommen das Meditieren. Jetzt bekommen wir eine Attacke! Ernsthaft? Ich habe das ja auch gemacht, damit ich was bekomme. Und jetzt bekomme ich jetzt die Info. Ja, Level 60 erst. Ne? Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also wenn ich jetzt Level 60 bin, mache ich diese Mission. Darauf könnt ihr euch schon vorbereiten. Also, danke auch fürs Zuschauen jetzt. Das war's natürlich erstmal. Wir sehen uns nächstes Mal.
Ich kann ja mal gucken, was wir nächstes Mal machen können. Ich kann ja mal gucken hier. Das Ansehen zum Beispiel. Ja, die Silphen sieht aus, das dauert noch ein bisschen. Die Xer wahrscheinlich auch. Aber ich denke mal, es wird natürlich wieder darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich ein wilder Stamm dran kommt, weil ich die Level und ja, sonst außer Leveln mache ich ja nichts. Momentan erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zvenita.